Ich habe bei mir die Alisa und die Alisa hat eine relativ weite Reise hierher zum Danube Challenge Cup hinter sich. Alisa, wo kommt ihr her? Wir kommen aus der Nähe von Nürnberg. Ja, wir sind ungefähr 5 Stunden, 6 Stunden gefahren. Ja, aber wir freuen uns hier zu sein. Und die Fahrt, wie seid ihr gefahren? Zug, Bus? Nee, wir sind mit Autos und einem 9er-Bus oder so gefahren. Wer hat denn diese Busse chauffiert? Ach so, unsere Trainer. Also Familienbetrieb sozusagen? Ja. Apropos Familie, du bist doch jetzt schon 13, 14 Jahre alt? 15. Und spielst mit den Jungs? Ja. Wie ist es mit den Jungs zu spielen? Ja, schwieriger? Ja, also es ist schon schwieriger als gegen Mädchen zu spielen, aber man gewöhnt sich schon dran. Und das Spieltempo und alles ist viel höher, aber man lernt auch viel mehr. Und ich kann bestätigen, ich habe dich gestern spielen gesehen, du zeigst den Jungs wirklich, wo es lang geht zeitweise, vor allem den gegnerischen. Apropos Jungs, du spielst jetzt also mit lauter Jungs, holst du dir deinen Freund auch aus der Mannschaft? Nee, lieber nicht. Wäre nicht so gut vielleicht, nee, nicht am Platz, vielleicht nicht an das so. Klima intern. Ja. Okay, dann gehen wir gleich weiter zum doppelten Nico. Und zwar Nico und Nico, beide auch aus Nürnberg. Ja, Wie gefällt es euch hier in Wien? Gut, ja. So ist auch alle Schlafswetter. Habt ihr schon irgendwas außer Fußball erlebt hier in Wien? Na klar, ja, wir waren am wie heißt der Dom? Petersdom? Nein, Stephansdom. Am Stephansdom? Stephansdom. Okay, wart ihr ganz oben auch am Turm? Oder? Nee, wir haben bloß in die Katakomben unten da. Also wir haben nur eine Führung bekommen. Bisschen gruselig gewesen? Also habt ihr nicht die Alisa beschützen müssen vor den bösen Geistern? Kann sich schon selber schützen, denke ich. Und sportlich, wie geht's euch da so heute? Ja, bis auf das, was wir jetzt gerade verloren haben, geht's uns eigentlich schon. Das heißt, ihr spielt dann um welchen Platz? Am dritten und vierten. Dritten Platz und den nehmt ihr natürlich mit. Ja, hoffen wir natürlich, ja klar. Okay, ich danke euch für die Interviews. Kein Ding. So, nach den drei Spielerinnen und Spielern der FSG Franken habe ich jetzt den Coach von mir, den Ralf. Ralf, seid ihr schon alte Auslandsturnierprofis oder ist das eine Premiere heuer? Wir sind zum dritten Mal dabei, waren vor 2 Jahren schon mal in Wien. Letztes Jahr waren wir in Italien und sind jetzt nach Italien gerne wieder nach Wien zurückgekehrt, weil uns die Stadt sehr gut gefällt. Na, das freut mich und... Wie seid ihr eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, so weite Auslandsturniere anzunehmen? Es ist ja doch nicht so ganz ohne 4,5 bis 5 Stunden zu fahren. Ja, die Erwartung ist natürlich, dass man einfach auch von anderen Ländern auf Mannschaften trifft, weil, sag ich mal, im eigenen Land kennt man die Spielart und die Spielstärke. Und das ist ja bei so Turnieren hier sehr unterschiedlich, weil in den unterschiedlichen Ländern auch ganz anders Fußball gespielt wird. Das ist einfach einmal eine Erfahrung, die wichtig ist. Auf welchem Niveau spielt ihr mit euren Mannschaften denn im Raum Nürnberg? Weil hier beim Turnier macht ihr sportlich eine sehr gute Figur. Also wir spielen bei uns im Endeffekt in der dritthöchstmöglichen Liga. Also über uns ist noch die Regionalliga, das ist im Endeffekt Bundesliga-Niveau und dann die Bayernliga. Also schon, sagen wir, im kompletten Bezirk Mittelfranken in der höchsten Liga. Okay, und ich meine, die Jungs haben schon erzählt, ihr spielt jetzt um den dritten Platz. Ja. Und nehmt dann hoffentlich diesen dritten Platz auch mit. Wenn der Gegner will, ja. Und für das halte ich euch mal die Daumen, dass es auch gut geht. Vielen Dank und nochmal vielen Dank für die gute Organisation. Es war ein super Turnier und das Wetter spielt auch mit. Okay, dann alles Gute. Danke.
Ja, yeah!